Ja, sehr geehrte Zuschauer, so schnell ist wieder eine Woche vorbei. Es ist Freitag, der 1. Juli 2016. Das Wochenende steht vor der Tür und das sind die Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Verlosung: 2x2 Gästelistenplätze für Stereo Act im Stadtpark Schönebeck. Ausgedient: 17 Jahre alte Hochsprunganlage wird durch neue ersetzt. Und Wasserwacht, richtiges Verhalten beim Baden in Gewässern. Beginnen möchten wir heute die Sendung mit einer Verlosungsaktion, denn hier im Elbe-Kanal können Sie immer wieder etwas gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Nicht nur das Medium der Woche, welches Sie am Montag und am Mittwoch jeweils hier bei uns gewinnen können, sondern es warten auch immer wieder Freikarten auf Sie. Und so haben wir heute Freikarten für Sie für den Stadtpark, denn Stereo Act kommt hier nach Schönebeck. Das bekannte DJ-Duo Stereo Act wurde mit dem Track Die Immer Lacht europaweit berühmt. Sie wollen die beiden live erleben und zu ihrer Musik den Abend durchtanzen, dann ist das jetzt ihre Chance auf einen unvergesslichen Abend. Im Stadtpark Schönebeck legen die beiden am 8. Juli auf. Wir verlosen dazu 2x2 Gästelistenplätze. Ihr wollt mitmachen und gewinnen? Dann beantwortet uns folgende Frage: Mit welchem Hit gelang Stereo Act der internationale Durchbruch? Sie wissen die Antwort? Dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de mit der richtigen Antwort und Ihrem vollständigen Namen und Telefonnummer. Alle Gewinner werden am 7. Juli telefonisch benachrichtigt. Auch Sie möchten zu Stereo Act in den Stadtpark? Dann machen Sie doch mit, rufen Sie an bzw. schreiben Sie uns eine E-Mail. Weiter geht es hier bei uns mit dem Schönebecker Stadion. Dort konnte jüngst eine neue Hochsprunganlage aufgebaut werden. Wie sowas geschieht bzw. was die Vorteile der neuen Anlage sind, wir waren für Sie vor Ort. Bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften im Stadion an der Magdeburger Straße hatte die alte Hochsprunganlage am 19. Juni dieses Jahres ihren letzten großen Auftritt. Unzählige Sprünge und hochkarätige Wettbewerbe erlebte die Anlage, so unter anderem auch den von Steve Schult. Am 5. Juni 2004 überquerte der Hochspringer vom SV Halle im Rahmen einer Landesmeisterschaft 2,07 Meter. Diese Höhe wird noch heute in der Statistik als Stadionrekord geführt. Der Schwede Simon Wiklund ließ im Rahmen der Bezirksmeisterschaft vor wenigen Tagen ebenfalls diese Höhe auflegen, scheiterte allerdings dreimal ganz knapp. Nach nunmehr 17 Wettkampfjahren war es dringend erforderlich, die Hochsprunganlage zu erneuern. Am 22. Juni war es dann endlich soweit. 12 fleißige Hände, unter ihnen der Leichtathletik-Abteilungsleiter Dirk Braune, packten bei hochsommerlichen Temperaturen kräftig an und schufen unter dem Vorbau des Gerätehauses erst einmal Platz für die Einlagerung der alten Anlage. Den Beginn des zum Teil lustigen Aufbaus der neuen professionellen Anlage zeigen wir Ihnen nun im Zeitraffer und wünschen Ihnen dabei viel Unterhaltung. Sicher werden Sie sich jetzt fragen, ob die Anlage noch vor Einbruch der Dunkelheit fertig aufgebaut wurde. Ja, das ist sie, sodass die nächsten Wettkämpfe problemlos durchgeführt werden können. Die Neuanschaffung wurde durch die permanente Sparsamkeit in der zurückliegenden Zeit möglich. Das Geld, immerhin über 4.000 Euro, haben sich die Leichtathleten sprichwörtlich zusammengespart. Zur Finanzierung der neuen Anlage erhielten die Athleten des ehemaligen Schönebecker Sportclubs vom Leichtathletikverband Sachsen-Anhalt eine Finanzspritze in Höhe von 500 Euro. Die Prämie wurde nach Informationen von Hans Weber für die jahrelange vorbildhafte Veranstaltungstätigkeit bereits im November des vergangenen Jahres übergeben. Sehr aktiv hier in Schönebeck ist unter anderem der Autoclub Europa. Wenn es darum geht, zu schauen, ob denn die Lichter richtig eingestellt sind oder ob man denn auch angeschnallt ist. Genau mit diesem Thema beschäftigte sich der Autoclub Europa am vergangenen Mittwoch hier in Schönebeck. Auch da waren wir natürlich für Sie mit dabei. Alle 7 Sekunden rettet ein Gurt ein Menschenleben. Dies geht aus einer Verkehrsstatistik hervor. Doch noch immer fahren viele, ohne sich anzuschnallen, auch Kinder.
Darum hat der Autoclub Europa sich für 2016 eine besondere Aktion einfallen lassen. Der ACE Autoclub Europa führt jedes Jahr eine bundesweite Aktion, Verkehrssicherheitsaktion durch. Dieses Jahr wurde die Verkehrsaktion gewählt, kommt Gurt gut an. Warum? Der Sicherheitsgurt behielt den 40. Jahrestag. Wir haben also 40 Jahre in Deutschland die Gurtpflicht. Vor 2 Jahren startete der ACE ebenfalls eine Verkehrsaktion, der Gurtmuffel. Um nochmal nachzugucken, haben sich die Kraftfahrer gebessert? Ist es beim dem geblieben, was wir früher festgestellt haben? Sind alle angeschnallt oder nicht? In einer Zählaktion und Zähllisten, die wir dazu führen, haben wir das nochmal aufgeteilt. Fahrer, Beifahrer, Kinder. Die Kollegen sind also dabei, herauszufiltern, wer angeschnallt ist oder nicht. Nach Abschluss dieser Aktion werden diese Listen ausgewertet und bundesweit zusammengefasst. Noch steht ein Ergebnis nicht fest, dennoch ist mit einer Verbesserung der Quote zu rechnen. Weitere Meldungen der zurückliegenden Tage und aktuelle Geschehnisse jetzt hier bei uns kurz und kompakt, die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Ab dem 25. Juli 2016 beginnt der dritte Bauabschnitt der Geschwister-Scholl-Straße. Dazu wird bis Juni 2017 der Bereich Repomarkt bis Sparkasse voll gesperrt. Zeitgleich erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage im Knotenpunkt Tischlerstraße Geschwister-Scholl-Straße am Brückenaufgang Welsleberbrücke. Hier kommt es zu einer halbseitigen Sperrung. Zudem ist der Knotenpunkt Alt-Frohse-Friedhofsweg und der Brückenaufgang Froser-Brücke aufgrund einer bituminösen Deckensanierung ab dem 4. Juli 2016 für ca. 3 Wochen vollgesperrt. Weitere Infos und Anfragen können telefonisch unter 03928 710 423 oder 710 468 an das Sachgebiet Tiefbau der Stadt gerichtet werden. Seit dem 27. Juni 2016 ist die Bahnhofstraße zwischen Goethestraße und Schillerstraße gesperrt. Grund hierfür ist die Erschließung von Hauptleitungen für Strom, Wasser, Gas und Abwasser. Das Ende der Baumaßnahmen ist am 15. Juli dieses Jahres. Im Rahmen des Projektes Mobile Politikwerkstatt wurde am 22. Juni 2016 im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Rainbow ein öffentlichkeitswirksames Video erstellt, das auf die finanzielle und strukturelle Situation der Jugendclubs im Allgemeinen aufmerksam machen soll. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch unterstützte das Videoprojekt am Mittwoch und sprach über die Bedeutung der Jugendclubs für die Elbestadt. Konkretes Ziel ist es unter anderem, Spendengelder für die Ausstattung mit Schaumstoffmatten zu akquirieren. Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Rainbow ist von Montag bis Freitag geöffnet. Aufgrund der jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bleibt das Gesundheits- und Erholungsbad Solequell vom 27. Juni bis zum 8. Juli 2016 geschlossen. Nach erfolgreicher Wartung öffnet das Bad seine Pforten planmäßig wieder am Samstag, den 9. Juli, zu folgenden veränderten Öffnungszeiten, die bis zum 31. August gelten. Montag bis Donnerstag 9 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 21 Uhr und Sonntag um 9 bis 20 Uhr. Das Polizeirevier Bernburg fahndet aktuell nach dem 35-jährigen Andreas Weiß. Der Gesuchte entfernte sich am 15. Juni während eines Parkausganges unberechtigt vom Gelände des Maßregelvollzugs in Bernburg. Er verbüßt seit August 2015 eine Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen wurde seine Gefährlichkeitsprognose als hoch eingestuft. Es wird davon ausgegangen, dass Weiß sich möglicherweise im Harzbereich Halberstadt oder Wenigerode aufhält. Der Flüchtige ist 1,90 Meter groß, ca. 105 Kilogramm schwer, hat blonde, normalerweise kurzrasierte Haare und Tätowierungen am ganzen Körper. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Entwichenen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471 3790.
oder andere Polizeidienststelle entgegen. Es wird darauf hingewiesen, nicht selbstständig an die Person heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Weitere Themen warten natürlich noch auf Sie, unter anderem das Medium der Woche. Hier möchten wir die Gewinner bekannt geben, verlosen noch einmal Karten für Stereo-Act, blicken auf das Wetter und auch die Wasserwacht möchte sich an dieser Stelle noch einmal präsentieren. All das und vieles mehr gleich nach der Werbung. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Seit über 20 Jahren ist die Care Service GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. Care Service, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und an den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, einfaches Gehacktes 100 Gramm zu 40 Cent und Frühstücksfleisch 100 Gramm zu 98 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Mit einem Kinderbesteck oder einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende mit dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig buntem Design zu Aktionspreisen lassen bei großen und kleinen Freunden der beliebten Sammelfiguren die Herzen höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juni und Juli. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Darüber hinaus möchten wir Sie über unsere geänderten Öffnungszeiten informieren. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Tree of Life, der Baum des Lebens. Zurück zu den Wurzeln der Natur. Wir Bestattungen Harald Wunneborg bieten Ihnen die einzigartige und erste Möglichkeit einer Bestattung im eigenen Garten. Die Asche wird in Erde beigesetzt, woraus Ihr Wunschbaum heranwächst, den Sie nach ca. 6 Monaten in Ihren Garten pflanzen dürfen. Mehr Infos in unserem Geschäft in der Kirchstraße 3 in Bad Salzelmen.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind zur Sendung am Freitag, dem 1. Juli. Die Wasserwacht ist eine ganz wichtige Einrichtung bzw. Truppe. Denn nicht nur bei der Rettung auf dem Wasser, ob nun Elbe oder See, spielt sie eine wichtige Rolle. Auch bei vielen anderen Aufgaben ist sie mit beteiligt. Unter anderem auch, wenn es darum geht, wo darf ich denn eigentlich baden bzw. wo ist das Baden verboten? Genau mit diesen Fragen haben wir uns einmal aufgemacht und nachgefragt. Ob am Ostseestrand, im Freibad Schönebeck oder beim Elbe-Badetag. Die Mitglieder der DRK Wasserwacht Schönebeck sind an diesen Orten der Erholung nicht wegzudenken. Kleine und große Badegäste können dann unter den wachsamen Augen der freiwilligen Rettungskräfte bedenkenlos ins erfrischend kühle Nass springen. Denn zu den Hauptaufgaben der Wasserwacht gehört in erster Linie die Erhöhung der Sicherheit an den verschiedenen Gewässern, ob beim Baden oder im Wassersport. Um aber im Notfall unverzüglich die notwendigen Rettungsmaßnahmen einleiten zu können, treffen sich die Mitglieder regelmäßig zum Training in Schönebeck. Geübt wird dann zum Beispiel die realitätsnahe Reanimierung an einem sogenannten Ambumann. Der Notfallsanitäter Konrad Schmidt erläutert beispielsweise Jonas Seitz die Basismaßnahmen zur Wiederbelebung an der lebensechten erwachsenen Puppe. Aber wo helfen die Mitglieder der Schönebecker Wasserwacht denn überall? Wir sind größtenteils natürlich im Raum Schönebeck im Einsatz. Wir stellen hier den Wasserrettungshub. Auf der anderen Seite sichern wir den Badebetrieb, unterstützend also im Seepark Barbie ab. Wir haben auch wieder einen Rettungsschwimmer im Freibad, helfen der Reha-Klinik an den Wochenenden mit Rettungsschwimmern aus. Und ansonsten ist auch ein Teil unserer Jugend an der Ostsee als Rettungsschwimmer. Seit Anbeginn unterstützen wir da also die Stadt und die Vereine bei der Durchführung des Elbe-Badetags, sind hier maßgeblich für die Absicherung zuständig in Verbindung mit den anderen Hilfsorganisationen, was jedes Jahr sehr gut funktioniert. Hier hat man mal die Möglichkeit, also auszuprobieren unter Absicherung, wie das Schwimmen in der Elbe funktioniert. Hierzu lade ich also recht herzlich alle guten Schwimmer, sage ich mal vorsichtig, ein, daran teilzunehmen. Doch retten will gelernt sein. Das gilt auch für Jonas Seitz. Der Polizeianwärter absolvierte während unserer Dreharbeiten einen Teil der Prüfung zum Rettungsschwimmer. Dazu gehört das Schleppen mit Achselgriff sowie das richtige Anlandbringen eines Verunglückten. Das Rettungsschwimmerabzeichen wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold verliehen. Am Ende eines jeweiligen Kurses müssen die Teilnehmer eine Prüfung in Theorie und Praxis absolvieren. In der zurückliegenden Zeit hat es einen tödlichen Badeunfall mit zwei Opfern in der Elbe gegeben. Vielmals wird dabei auch die Fließgeschwindigkeit unterschätzt. Doch ist das Baden überhaupt in der Elbe erlaubt? Und wie verhalte ich mich richtig, wenn jemand in die Strömung gerät? Baden ist erlaubt in der Elbe, allerdings in extra dafür gekennzeichneten Bereichen. Das Baden, man könnte sogar genauer sagen, das Baden ist eigentlich verboten an Stellen oberhalb und unterhalb von Brücken, etwa 100 Meter. Dann an Einfahrten zu Häfen oder Anliegestellen, da wo auch Flüsse sich kreuzen, wäre das Baden in der Elbe verboten. Und ansonsten natürlich an Gefahrenquellen, wie da wo Schwimmgeräte im Wasser sind, sprich eine Fähre zum Beispiel, wäre das Baden verboten. Aber auch an, ich sag mal, an Wehren, wenn es dann der Fall ist, sozusagen, wäre auch das Schwimmen da verboten. Es ist extrem wichtig, dass man also sich nicht selber in die Elbe gibt und da versucht, jemanden zu retten, sondern die einfachste Möglichkeit wäre also, jemanden vielleicht Rettungsmittel zuzuwerfen, Rettungshilfsmittel, sei es vielleicht auch ein Ast, den man jemanden reichen kann vom Ufer aus. Man kann einen Ball zuwerfen, versuchen sich die Jacke auszuziehen. Die Jacke ist etwa einen Meter lang, 1,20 Meter, dass jemand da greifen kann, definitiv nicht selbst ins Wasser reinspringen. Auch die guten Schwimmer nicht, ist also schwer an der Elbe mit 4 bis 6 km/h Strömungsgeschwindigkeit, da die Kontrolle zu behalten. Die Wasserwacht ist eine Gemeinschaft im Deutschen Roten Kreuz und besteht aus über 130.000 Mitgliedern. Diese sind ehrenamtlich, unentgeltlich und ausschließlich zu ihrer Freizeit für die Wasserwehr tätig. Jährlich werden rund 200 Menschenleben gerettet und 50.000 Mal wird Erste Hilfe geleistet.
Die Hauptaufgabe, der die Wasserwacht 1883 erstmals nachging, ist gemäß der Ordnung für die Wasserwacht die Verhinderung des Ertrinkungstodes sowie die Durchführung der damit verbundenen vorbeugenden Maßnahmen. Als erstes wichtig, Notruf absetzen, so schnell wie möglich. Dann wäre es günstig, wenn man vielleicht nicht allein ist, dass einer die Person die ganze Zeit im Blick behält. Der Rest, der andere könnte am Ufer langlaufen, kann versuchen, demjenigen Hinweise zuzurufen, schwimmen in Richtung Ufer, schwimmt zurück. Man sieht das vom Wasser aus meistens sehr schlecht, hat schlechte Orientierung. Da ist eine Hilfe am Strand oder am Ufer ganz günstig. Und ansonsten Schwimmgegenstände zuwerfen, in Nähe von Brücken gibt es oft auch Ringe, die man also nutzen kann, Rettungsringe demjenigen zuwerfen oder andere Sachen, die Auftrieb bieten, woran man sich festhalten kann. Das Mindestalter für eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer der Stufe Bronze beträgt 12 Jahre. Diese Stufe ist Pflicht für Lehrer und Jugendbetreuer, welche mit Jugendlichen schwimmen oder baden gehen. Aber auch Sportlehrer und eben Polizeianwärter wie Jonas Seitz nutzen das Angebot der Wasserwacht für eine Rettungsschwimmerausbildung. Von den derzeitig 100 Mitgliedern der Wasserwacht Schönebeck sind etwa 70 junge Frauen und Männer unter 18 Jahre. Viele von ihnen nehmen nach Aussage von Christian Gabel regelmäßig aktiv an Wettkämpfen teil. Mitmachen kann übrigens jeder, der körperlich fit und gesund ist. Doch die Schönebecker sind nicht nur als Rettungsschwimmer, sondern auch als Bootsführer, Rettungstaucher oder im Katastrophenschutz involviert. Ja, sehr geehrte Zuschauer, und passender konnte unsere Medium der Woche Gewinnaktion nicht sein, denn wir haben Stereo Act, das aktuelle Album, in dieser Woche verlost. Viele von Ihnen haben mitgemacht. Wer sich über die CD freuen darf, das sehen Sie wie immer jetzt unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch, und vielleicht klappt es ja auch mit dem Gewinn der Freikarten für den Besuch hier im Stadtpark in Schönebeck. Dann kann man diese CD vielleicht auch vor Ort signieren lassen. Und auch schon das neue Medium der Woche steht in den Startlöchern. Hier ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Auch dieses Jahr gibt es pünktlich für den Sommer wieder ein mega Summer-Spin-Off von der Club Sounds. 3 CDs und mehr als 60 Tracks im schicken Digipack, vollgepackt mit Sommersonne und jeder Menge gute Musik. Dabei sind die neuesten Dance-Hits sowie die Sommerhits der letzten Jahre. 232 Minuten beste Unterhaltung für jede Party. Mit dabei unter anderem Stereo Act mit Der Himmel reißt auf, Alle Farben mit Please Tell Rosie, Gestört aber geil mit Glücklich wie die Kinder und Philipp Dittberner mit In deiner kleinen Welt. Club Sounds Sommer 2016, ein Muss für alle heißen Sommertage. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten das Medium der Woche gewinnen? Dann machen Sie mit in der kommenden Woche am Montag bzw. Mittwoch einschalten, die dort gestellte Gewinnfrage richtig beantworten. Vielleicht klappt es ja dann am kommenden Freitag mit dem Gewinn. Noch einmal möchten wir an dieser Stelle Freikarten für Stereo Act, der Besuch hier im Schönebecker Stadtpark, verlosen. Danach noch natürlich die Veranstaltungshinweise, doch jetzt erst noch einmal Ihre Chance auf die Freikarten. Das bekannte DJ-Duo Stereo Act wurde mit dem Track Die Immer Lacht europaweit berühmt. Sie wollen die beiden live erleben und zu ihrer Musik den Abend durchtanzen? Dann ist das jetzt Ihre Chance auf einen unvergesslichen Abend. Im Stadtpark Schönebeck legen die beiden am 8. Juli auf. Wir verlosen dazu 2x2 Gästelistenplätze. Ihr wollt mitmachen und gewinnen? Dann beantwortet uns folgende Frage. Mit welchem Hit gelang Stereo Act der internationale Durchbruch? Sie wissen die Antwort? Dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de mit der richtigen Antwort und Ihrem vollständigen Namen und Telefonnummer. Alle Gewinner werden am 7. Juli telefonisch benachrichtigt. Nutzen Sie die Chance, gewinnen Sie die Freikarten, einfach anrufen oder E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Weiter geht es wie angekündigt mit den Veranstaltungshinweisen. Ob Schausien im Solopark oder Stereo Act im Stadtpark, wir haben für Sie die wichtigsten Highlights einmal rausgesucht. Zum 20-jährigen Jubiläum des Operettensommers wird die Fledermaus vom 25. Juni bis 24. Juli diesen Jahres aufgeführt. Vorführungen finden immer Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr statt.
Karten sind ab sofort im Orchesterbüro der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der Telefonnummer 03928 40 04 29 erhältlich. Es ist Sommer und somit wieder Zeit für das Preziner Steinhafenfest. Das ultimative Fest, das nicht nur für Wassersportbegeisterte, sondern für alle Interessierten ein besonderes Highlight ist, wird nun bereits zum 8. Mal vom Feuerwehrförderverein Prezin e.V. präsentiert. Das Fest für die ganze Familie findet am 2. und 3. Juli diesen Jahres statt. Jeweils ab 10 Uhr startet das Festprogramm für Groß und Klein. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt am Sonntag, den 3. Juli, zum nächsten Schausieden ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsiederinnen und Salzsieder bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Beim nächsten Kurkonzert am 3. Juli 2016 um 15 Uhr wird die Formation Pichlowanka das Publikum mit böhmischer Blasmusik unterhalten. Traditionelle Musik aus Böhmen, aber auch aus Deutschland gehört zum Repertoire der Kapelle und ist ein Garant für gute Stimmung. Das Konzert findet am 3. Juli in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf der Kurparkbühne statt. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, den 5. Juli, haben Sie wieder die Möglichkeit, in der Kreisvolkshochschule in Schönebeck von 16 bis 20 Uhr Ihr Blut zu spenden. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit. Blutspenden, Leben retten. Am 5. Juli 2016 treten die Calimeros zu einem Kurzauftritt mit anschließender Autogrammstunde im E-Center Schönebeck auf. Mit wunderbaren Geschichten über Liebe, Sehnsucht und Glück, illustriert durch herrlich maritime Motive, legt die erfolgreichste Schlagerband der Schweiz mit Schiff Ahoi einen weiteren zukünftigen Hitgaranten vor. Obwohl die Calimeros in veränderter Besetzung auftreten, sind sie ihrem Stil absolut treu geblieben und ab 12 Uhr live im E-Center in der Stadionstraße in Schönebeck zu erleben. Das Produzentenduo aus dem Erzgebirge Stereoact tritt am 8. Juli im Stadtpark Schönebeck auf. Ab 21 Uhr kann man die beiden DJs live erleben und zu ihrer Deep House Musik den Abend durchtanzen. Eintritt ist ab 16 Jahren, allerdings nur mit Erlaubnis. Viele abwechslungsreiche Veranstaltungen und so abwechslungsreich ist auch das Wetter für das Wochenende, sehr geehrte Zuschauer. Sonne, Regen, Wolken, ein bisschen Wind, von allem ist etwas mit dabei. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einer sommerlich warmen Woche begrüßen wir Sie zur Wetteraussicht für die kommenden drei Tage. Der Samstag erwartet uns nur mit vereinzelten Wolken am sonst klaren Himmel. Dabei bleibt es trocken bei Tageshöchstwerten von 11 bis 21 Grad. Auch der Sonntag bleibt trocken. Bei Temperaturen von 11 bis 20 Grad bleibt der Himmel weitgehend klar und nur ab und an lässt sich eine Wolke am Himmel ausmachen. Die neue Woche startet wie die alte endete mit viel Sonne und nur vereinzelten Wolken. Dabei erwarten uns Temperaturen von bis zu 22 Grad. Ein Ausblick auf die neue Woche zeigt weiterhin sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad bei viel Sonne. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Somit endet das heutige Regionalmagazin am 1. Juli 2016. Interessante Themen, hoffe ich, hatten wir für Sie wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dahin allen ein wunderschönes Wochenende. Alpha Beats natürlich ist auch wieder mit dabei. Freitag und Samstag jeweils ab 22 Uhr. Das war's. Ciao, ciao. Bis Montag. Ihr Christian Kolbe.